Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge waren wir auf dem Weg nach China. Aber wir wurden leider entdeckt. Und mehr oder weniger war es vorher schon klar, dass wir entdeckt wurden. Aber wir wurden quasi abgeschossen mit einem Raketenwerfer und dann angegriffen, niedergeschossen. Malek ist bei diesem Vorfall gestorben. Da frage ich mich, ob ich sie hätte retten können, wenn ich schnell genug gewesen wäre und schnell genug alle ausgeschalten hättet. Und auch die Wut der Angreifer auf mich gezogen hätte. Jensen? Jensen, the World Health Organization is advising all augmented patients to check in with Lim. There's a problem with biochip technology. The glitches I've been experiencing. We've all had them. So far I can't determine why. You heading to a clinic? I'm running a few more tests, but since I can't exactly run them on you, and we don't know when you'll be back, you might not want to wait. Up to you. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall brauchen wir einen neuen Biochip. Wenn da wirklich was los sein sollte. Und wenn es keine Falle ist, ja, Lim-Kliniken könnten eine Falle sein. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir sollten trotzdem noch versuchen, so ein bisschen nicht entdeckt zu werden. Wenn wir das schaffen. Oh Gott. Da fällt mir ein. Bei dieser Lymph-Klinik war ja der eine Typ. Den wir so ein bisschen. Wie sagt man? Wir haben ihn nicht bezahlt für etwas, wo er gedacht hätte, er hätte bezahlt werden müssen. Ja, mal gucken. Warum stehen die da alle in einer Reihe? Ist da die Lymph-Klinik? Tatsache. Ja, Leute. Ich dränge mich vor. Selber schuld, wenn es so lange ansteht. Bin ich mal gespannt, ob innen drin auch eine Schlange ist. Nee, alles leer. Und trotzdem stehen alle an. Na gut. Macht ihr mir was? Nein? Also es ist die echte Polizei, deswegen nicht. Na gut. Yes, I want it. Ja, ich bin Jensen oder nein? Ich denke drüber nach. Ist natürlich nicht gut, dass sie dann wissen, dass wir direkt da sind, aber gut, versuchen wir es mal. Bridget hat uns dazu geraten, außer er ist ein Lügner. Das wissen wir ja nicht. Ja, yeah, name's Jensen. I will tell surgery. You buy something else? Vielleicht ein Praxiskit, wenn es eines geben könnte. Tatsache. Au! Ich habe nicht genügend Credits für das zweite Praxiskit. Schade eigentlich, aber egal. Praxiskits sind immer gut. Oh, ich hoffe, das ist kein Fehler. Das sah doch ganz gut aus eigentlich. Ich hoffe, die haben jetzt nichts irgendwas in uns eingebaut, was uns später belasten könnte, aber gut. Nochmal kurz gucken, wie unser Inventar ausschaut. Ach, Praxiskits kommen hier gar nicht rein. Denn, wie gesagt, jetzt haben wir 6 verfügbare Upgrades. Da ist natürlich die Frage, was machen wir mit denen? Oder sollen wir warten, bis es soweit ist? Die Atmungszeug brauchen wir nicht. Mehr Energie wäre ganz cool eigentlich. Aber auch nicht super, super wichtig. Hack-Analyse-Erweiterung brauchen wir nicht. Schleichoptimierer wäre vielleicht ganz cool. Zeigt tarnungsrelevante Informationen. Zeigt an, wann sie, wie weit sie zu hören sind. Ja. Das kosten halt 2, ne? Das ist schon teuer für sowas. Wo wir eigentlich nicht so richtig brauchen. Netzhautprothese. Genau wissen, wann ihre Feinde Alarmzustand verlassen. Schutz vor Schockgranaten. Ja, okay, das gibt, glaube ich, nur die Zeit an. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Wir warten so oder so ab, bis es vorbei ist. Aber der Schutz vor Schockgranaten, der ist, glaube ich, ganz cool. Und den kaufe ich mir auch. Ich will mich nämlich vor EMP schützen. Das Tarnsystem ist nicht so wichtig. Der Schutz hier, der könnte wichtig sein. Verhindert Augmentierungsdeaktivierung und Energieverluste durch EMP-Granaten und Elektrizität. 1, 2, 0, 2. Das kaufe ich mir jetzt auch mal. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, aber können wir eigentlich auch das noch gleich mitkaufen, oder? Ja, wenn wir schon dabei sind. Jetzt verringern wir vielen Schaden, was nicht unbedingt so wichtig ist, weil wir sterben eh oft relativ schnell. Aber das Wichtige ist, EMP kann uns jetzt nicht mehr die Augmentierungen nehmen. Und Schockgranaten können uns auch nichts mehr machen, so richtig. Also sind wir eigentlich schon ganz gut abgesichert gegen solche Sachen.
Und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir den Gegner haben, dass er solche Sachen gegen uns verwendet. Einfach aus dem Grund, weil es clever wäre, gegen Cyborgs EMPs zu verwenden. Naja, wir sind jetzt gut geschützt dagegen. Und jetzt. Ich teste mal kurz was. Okay, ich soll also hier nicht sein. Oh, vielleicht. Er war erst alarmiert gewesen. Okay, die suchen also mich. Das heißt, das war wieder die Special Police. Das heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Erstmal gucken, wo ist denn unser Ziel überhaupt? Genau, der Standpunkt von dem einen Herrn. Mal gucken. Alice Garden Pots, hä? Der ist also im Yongza-Distrikt. Ah, die Karte wieder, die stört mich so ein bisschen, die ist echt scheiße. Hier ist eine Treppe. Bei der Limb-Klinik kommen wir. Ah, doch, bei der Limb-Klinik geht's schon weiter. Ich habe mich gerade erinnert, den Weg sind wir nämlich schon öfter mal gegangen. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass der Polizist nicht guckt. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann kommen wir da an ihm auf jeden Fall vorbei. Ohne, dass er uns bemerkt. Und da kommen wir, glaube ich, direkt in den Yongza-Distrikt rein. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Ach, zum Hive kommen wir auf jeden Fall. Eigentlich könnten wir den Typen auch umgehen jetzt zum Beispiel, ich meine. Scheiß doch drauf, oder? Wir müssen ja nur vorbeikommen. Wir müssen ja nicht unbedingt den fancysten Weg, den es gibt, wählen. Gibt's hier irgendwas? Nee? Okay, hätte es sein können. Man nimmt natürlich alles mit. Oh, und wir fahren mit der Tram. Thank you for choosing LHT. Bin ich ja mal gespannt, was uns denn noch alles erwarten wird. Ach ja. Ich habe ja gesagt, dass die meisten Drahtzieher tot sind, aber die eine Tusse lebt ja noch. Die, wo uns der weggeschubst hat. Das habe ich ganz vergessen. Die ist auf jeden Fall noch einer der Drahtzieher, die nicht, Mr. Jensen, Hugh Darrow hier. Please forgive this intrusion, but David assured me of your cooperation and discretion. I find myself in need of some assistance. I'm listening. A contact of mine, Meng Yao, is in Hengsha, waiting to fill you in. I'll upload her coordinates now. Mhm. Wir müssen also seinen Kontakt treffen. Aber das ist nur eine Extra-Mission. Bin ich ja mal gespannt. Die werden wir natürlich, wie immer, davor abschließen. Weil Informationen sind vor allem jetzt wichtiger als alles andere. Wenn wir sie auf jeden Fall kostenlos bekommen. Jetzt bin ich nur noch schon am Schauen. Ah, die Roten. Ne, da dürfen wir auf jeden Fall nicht reingehen. Ach, das ist das eine Gebäude, ich erinnere mich. Da waren wir auch schon mal drin. Hier gibt es einen kleinen Geheimweg. Moment, mal kurz gucken. Der Informant ist hier und wir sind... Moment. Ja, ich komme mit der Karte echt nicht klar. Egal. Ich gehe jetzt mal den Weg, weil ich habe mich erinnert, dass wir hier ja... Und hätte ich da jetzt durch den Lüftungsschacht gehen müssen? Dass wir hier eine kleine mehr oder weniger Abkürzung hatten. Um an eine andere Stelle der Stadt einfacher hinzukommen. Wenn ihr euch da auch noch dran erinnert, hier war ja der Hacker in diesem Gebäude. Und durch den Lüftungsschacht sind wir da hingekommen. Das ist ganz gut zu wissen. Also solche geheimen Plätze, sag ich mal. Die... Oh nein, da bin ich nicht ganz runter eigentlich. Naja, gut. Ja, jetzt sind wir nach ganz unten gesegelt. Oh, aber kriegen Praxiskit dafür. Hat sich schon mal gelohnt. Ich habe mir auch, glaube ich, schon mal gedacht, als wir mal da oben standen, ich habe es, glaube ich, auch gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es hier so Goodies, also so Geheimnisse gibt. Und Tatsache. Hätte ich nur mal runter gucken müssen. So, und was ich jetzt eigentlich hier suche, ist folgendes. Und zwar dieser Lüftungsschacht. Denn der führt uns dahin, wo wir hinwollen. Genau. So, sind wir auch schon sehr nah am Informanten. Ich hoffe, der ist in diesem District, weil wir sind ja schon in einem neueren. Kommen wir da hinten durch? Nein, kommen wir nicht. Doch, kommen wir. Ah, wo bin ich? Ich bin hier. Ja, ich wollte mich eine kleine Abkürzung nehmen. Oder auch nicht. Schade. So,
Ach kacke, jetzt sind wir natürlich wieder vor dem Gebäude, wo wir rein sollen. Weit weg. Nein, gut, was heißt weit weg? So weit weg sind wir auch nicht, aber... wir sind, glaube ich, auf jeden Fall den Umweg gegangen. Ah, sind die wütend auf uns? Na gut. Dann gehe ich da nicht rein, wenn er nicht will, dass ich da hingehe. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Ich laufe nochmal zurück. Mensch. Ja, oh, da geht's hoch. Das sieht gut aus. Hätten wir auch eigentlich gleich auffallen können, aber gut. Und dann gucken wir mal, was der Informant uns sagt, wenn wir angekommen sind, endlich. Weil ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Sind wir wirklich? Tatsache. Ist der hier oben? Tatsache. Aha, über uns nörgeln, obwohl wir direkt vorher stehen. Das sind Manieren. Dann reden wir mal mit Meng Yao. Mr. Jensen, right? Thank you for your time. I am Meng Yao, an associate of Mr. Darrow's. I'm in charge of one of his divisions here in Hengsha. You come highly recommended. Really? Your boss described you as a most precious asset. Apparently, you are very efficient and always get the job done. We could definitely use a man like you for this operation. Okay. Unaufgeschlossen. Ich mag es nicht, ausgeliehen zu werden. Aufgeschlossen? Hoffen wir, dass sich sein Vertrauen auszahlt oder kalt. Welche Operation? Ich würde schon gerne wissen, welche. Aber... entweder kalt oder aufgeschlossen? Das ist die Frage der Fragen. Sind wir mal kalt wie ein Profi. What operation? We need you to help us stop a group of terrorists who are threatening the Panchaea project. Are you up to it? Ablehnen? Tut mir leid, dafür habe ich keine Zeit. Oder annehmen? Danke. Ich helfe Ihnen. Natürlich helfen wir, wie immer, mehr oder weniger. Okay, I'll help out. Excellent. Here's the situation. It has come to our attention that these terrorists possess highly classified proprietary information about Panchaea. We've been able to convince them to sell it to one of our agents, a man named Lo Fei. The meeting is supposed to take place near the Alice Garden Pods in the Daigong district. And you want me to crash this meeting? Actually, there will not be a meeting. We are sending you alone to ensure Mr. Fei's safety. The terrorists will not be expecting that and will have the information with them on a data chip. You have to neutralize all of the sellers and retrieve the chip so you can bring it to me. I don't get it. If Fei set up the meeting, why risk sending me in his stead? Why doesn't he or even some of your other agents drop in on the sellers and take the chip? Because Mr. Darrow wants an absolute guarantee that there will be no casualties. We will not play by their rules. We want them arrested and questioned, then properly prosecuted and sentenced. This will require stealth and efficiency. That's why a man with your particular skills will be indispensable. Ja gut, das ist schon interessant, weil das ist eigentlich genau das, was wir machen. Sonst noch was? Wurde verstanden. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass da sonst noch was nicht abwertend gesehen wird. Anything else I need to know? The sellers are expecting Mr. Fei and Mr. Fei alone. If they spot you, they will shoot on sight. Need I point out, this might make your job a lot harder? Story of my life. Story of my life, so ist es. You must get that chip back, Mr. Jensen. Oh, jetzt bekommen wir noch mehr Details. Belohnung, Aufgabe. Eigentlich wissen wir, was wir machen sollen. Über Informationen, wissen wir, wer die Verkäufer sind. Fragen wir mal nach den Verkäufern. Any idea who these sellers are? Nothing substantial. We have a hunch they might be linked to Taiyong Medical. But the data chip will allow us to know for sure. How's that? All of our data chips are encoded with unique IDs and binary signature recognition. This means we'll be able to know exactly where it came from and where it went. Okay, und Darrow? Wie lange arbeiten Sie schon für Darrow? You've been working for Darrow a long time. How do you like it? Working for a powerful man ensures I am trusted with crucial tasks and involved in world-shaping events. It's quite exhilarating. You of all people should understand this. Okay, und Informationen? Was gibt's denn sonst noch? Oder besser gesagt, um welche Art geht es denn? What kind of information are we talking about here?
What could people be so eager to sell? I am not at liberty to say. Okay, that is very sorry. Ist natürlich die Frage, wofür haben wir denn den Persönlichkeitstyp Anzeige? Fragen wir mal nochmal nach der Aufgabe, vielleicht kommt da ja was. Can you give me a quick recap of what I have to do? You must go to the Alice Garden pod in the Daigong district and intercept men who are waiting to sell classified information to a buyer. You will have to incapacitate all of them and retrieve the chip. Remember, no kills. Then bring the chip back to me. The sellers will shoot on sight, so be careful in your approach. Na gut, wahrscheinlich ist das für die Belohnung, der Persönlichkeitstyp. Aber wir wollen ja keine Belohnung. Ich denke, wir sind fertig, danke. I think we're done for now. Gut, da haben wir schon mal unsere eine der zwei obligatorischen Nebenmissionen geangelt. Was ist denn hier? Das hier sieht so aus, als würde es hier was geben. Oder vielleicht auch einfach nicht. Na gut, von da sind wir gekommen. Jetzt gucke ich mal schnell auf die Karte, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wenn die Karte nicht so scheiße wäre, würde ich es vielleicht auch wissen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass nirgendwo auf der Karte vermerkt ist, wo wir hin müssen. Das heißt, wir müssen uns komplett ohne Karte dorthin begeben, aber das ist auch nicht so schwierig. Ich meine, es wird ja doch auf dieser Karte hier angezeigt, auf der Real Map. Aber ich hätte es halt schon ganz gern, wenn ich es auf meiner Dingskarte sehen könnte, auf meiner großen. Naja. Aber es ist ganz gut, dass wir eigentlich von oben kommen. Denn von oben erwartet man nicht unbedingt immer die Leute. Ist das schon offen? Nee. Dann hacke ich mich kurz mal rein. Dann kommen wir vielleicht schneller oder angenehmer runter. Hoffe ich zumindest. Kann auch sein, dass ich hier... Okay. Kurze Stopper einrichten. Dass sie auch schon sofort entdeckt wurden, ist natürlich auch so eine Sache. Oh, kann man nochmal stoppen eigentlich. Ist auch interessant. Ich meine, das andere Ding ist Level 1. Aber gut. Hat uns trotzdem entdeckt. So ist es halt. Ach, und hier wohnt jemand. Ist das ein Apartment? Ja gut. Waren wir hier nicht schon mal drin? Warum haben wir uns da nochmal neu einhacken müssen? Das war doch der Typ. Nee, doch nicht. Gibt's hier echt nichts? Das ist aber seltsam. Ein Apartment ohne alles. Na gut. Kann ja sein, dass das irgendwie nur ein leeres Apartment war, vielleicht. Naja. Gehen wir mal weiter. Wir müssen nach unten. Oh, jetzt gehen wir in einen anderen Distrikt. Ist dann die Frage, ob das wirklich unser Ziel war. Das sehen wir wahrscheinlich gleich. Ja, schaut ganz gut aus eigentlich, sonst wird es uns wieder umlenken, glaube ich. Ja, da müssen wir auch auf jeden Fall hin. Irgendwo am Ende eines langen Ganges. Moment. Okay, das ist was ich hier drinnen. Alice Garden Pots sind da. Und wo sind wir? Okay, das heißt, wir müssen einfach nur den Gegebenheiten mehr oder weniger folgen. Dann dürfte das schon hinhauen. Wenn es oben rum geht. Aber ich glaube, es geht auch oben rum. Ja, es geht auf jeden Fall oben rum. Bin ich mir sicher. Sind auch schon verdammt nahe am Ziel. Kurz gucken. Ist das davon der Hive? Nee. Geht's vielleicht da noch lang? Wie gesagt, ich würde halt schon ganz gerne von oben hinkommen. Ist einfach besser. Kann man die Leute besser, wie sagt man, überraschen. Ja, das ist vielleicht das passende Wort. Schau mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, komme ich direkt hier rein. Und da muss ich am Ende hin. Das heißt, ich muss eine Treppe runter. Gibt es hier zwei Treppen? Moment. Die eine ist ganz da vorne am Ausgang. Ja. Keine Ahnung, ich hüpfe hier einfach mal runter und guck, was passiert. Weil die Karte ist, wie gesagt, nicht super übersichtlich, aber hey. Oh, sieh mal eine an. Okay, so, jetzt. Jetzt müssen wir uns quasi nur noch umdrehen und dann nur noch links und dann sind wir auch am Ziel, oder? Ja, schaut gut aus. Oh, Terroristen kampfunfähig machen, Datenchip wird schaffen. Sind wir schon so nah dran? Du bist kein Terrorist, ja? Ist hier irgendwo Police?
Nee? Ah, okay, die sind also quasi unter uns, die Typen. Es sind ganz schön viele. Muss ich mal gucken, wie man das am cleversten anstellt. Die sind auch ganz schön verstreut. Aha. Okay, die patrouillieren hier. Die stehen nur rum. Und er hat den Datenchip. Und der da vorne patrouilliert auch nur. Gut. Da weiß ich, was ich jetzt mache. Erstmal nachladen natürlich. Und dann betäube ich den einen, wenn er in die Gasse reinläuft. Und was ich mit dem anderen da mache, dem da, das weiß ich noch nicht. Und mit dem da unten weiß ich auch noch nicht. So. Der fällt um. Gucken, ob es jemand gehört hat. Nee. So, den können wir natürlich nicht umschießen, wenn die Leute reingucken können. Ich würde gerne auf die andere Seite kommen. Ich laufe da einfach mal rüber. Dann haben wir eine bessere Sicht auf den einen Link. Have you seen a heavily augmented white male tonight? Most likely wearing a long coat and dark glasses. No, what is this all about? This man is extremely dangerous. If you do see him, don't approach him. Just warn the nearest bell tower officer you can find. Ha! Das ist ja ein Ding. Vielleicht sollten wir den auch ausschalten, aber dann fallen wir da alle in Panik. Ah, läuft der? Patrouilliert der? Ja gut, dann kann ich ja vorbeilaufen. Auch interessant, dass der so dumm ist und direkt an uns vorbeiläuft, aber hey. Nicht jeder hat hier denn die Weitsicht. So. Die schalte ich aus. Ah, Kopfschüsse schalten direkt aus. So. Habe ich den erwischt? Ich glaube nicht, oder? Jetzt hat er aber. So. Ach, ja, okay, egal. Ich wollte sagen, wir hätten auf die anderen auch drauf hüpfen können. Und sie dann so betäuben können. Okay, dann können wir einfach hinlaufen. Können wir das coole Schleichen machen. Zack. Na gut. Ja, ich würde sagen, es ist souverän gelöst. Wir waren auf jeden Fall der Richtige für den Job. Und da haben wir den Datenchip. Lebt. Wenn man das da oben ist, ist das eigentlich... Ich glaube, das da oben ist einer, der uns verhaften würde. Okay, ich glaube, wir müssen es einfach nur noch zurückbringen jetzt. Das ist nur die Frage, wie kommen wir da am schönsten hin, aber anscheinend hier. Ah, okay, schaut gut aus. Was bist du für einer? Ah, okay, nur so ein Cyberpunk quasi. Ja, Mission abgeschlossen, würde ich sagen, und das ist erfolgreich. Dann sage ich jetzt halt schon mal nicht direkt Tschüss, weil ich laufe noch quasi zu meinem Ziel hin. Wenn ich es dann auch hinschaffe, weil ich kann ja nicht mehr hochspringen. Und nachdem ich beim Ziel angekommen bin, wird dann die Folge auch enden. Das heißt, wer sich das nicht anschauen will, kann, ich wollte sagen auflegen, er kann aufhören zuzuschauen. Ich würde mich aber natürlich trotzdem freuen, wenn ihr zuschaut, auch aus dem Grund, dass... Hey, hey, I know you. You're the one Bell Tower is looking for. I seen your picture. You got the wrong guy. What's it worth to you for me to think so? Be a simple thing for me to yell out. Maybe a few credits keep my mouth shut, huh? Einschüchtern würde ich sagen, weil ich lasse mich sicher nicht hier vor dem, wisst ihr Bescheid. How about I find some other way to keep it shut? Permanently. That won't be necessary. I see now that you're much taller than the man they're looking for. I thought you might see things that way. Now move it. Tja, wollte ja wegen Geld abstauben hier, der Arsch. Was ich eigentlich sagen wollte, würde mich freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt, denn... Oh, scheiße, Alter. Wie geht es nochmal? Hat er mich schon vergessen? Ja. Ja, das glaube ich auch. Richtig dumm. Aber okay. Die Sache ist die, wenn ihr nämlich länger dran bleibt und mehr schaut, tut es meinen Videos und meinem Kanal echt gut. Denn das nennt sich Viewtime. Wenn die Viewtime halt Viewtime, also wenn die Leute nicht viel schauen, ist es immer kontraproduktiv für einen YouTube-Kanal. Und das ist auch der Grund, warum es so den Trend auf YouTube gibt, kurze, knackige Videos schnell schneiden und alles Mögliche zu machen.
Ja, und reißerische Aufschriften und alles Mögliche. Da bin ich aber nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es kontraproduktiv ist, wenn man jetzt unbedingt ganz viele Abonnenten haben will. Aber das ist mir in dem Fall egal, was. Ich sag mal, das ist es für mich nicht wert, sich so zu mehr oder weniger verhuren. Aber wer es machen will, kann es machen. Ist ja auch nicht übel genommen. Kann ich auch keinem übel nehmen, würde ich damit sagen. Weil es ja auch einfach effektiv ist. Und Menschen machen nun mal effektive Sachen. Sonst wären wir nicht so weit, wie wir mit der Menschheit sind. Aber gut. Ich danke euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geben wir den Datenchip ab und gucken, was passiert.